Hallo Leute, es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Ja, ich war zwar zuletzt auf der Suche nach dem Kobold, beziehungsweise auf dem Weg zum Kobold, wie ich da oben hinkomme. Aber, ich habe alles möglich gemacht. Ich habe ein paar Tautropfen gesammelt, Sticker gefunden, hier und da. Ich habe zwei weitere Kartenspiele gemacht mit Humbert und tatsächlich dem kleinen Junior. Und habe beide gewonnen. Das kann ich euch dann auch noch in der Bonussammlung zeigen, weil da sieht man jetzt auch, dass ich etwas mehr Quartette wie vorher habe. Weil ich so dachte, ja, das muss ich jetzt nicht alles während des Spielens machen, aber ich konnte ja das letzte miserable Spiel mit Edith nicht auf mir sitzen lassen. Mit der werde ich auch nochmal eine Revanche machen, denke ich mir. Und dann ist mir noch die Idee gekommen, dass der Kanonier, dem haben wir ja seine Kanone umgedreht und die zielt ja quasi direkt in den Baum, wo der Kobold ist. Da ich aber keine Ahnung habe, wie das da noch weitergeht, habe ich gedacht, gut, was habe ich noch zu tun? Ich muss den Kuchen hinbekommen, wo kriege ich die roten Beeren her? Und für die roten Beeren habe ich mir einen Tipp geholt. Und ohne die wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen, wo ich die finde. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich geguckt habe, denn jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir den Kuchen nämlich bald fertig, wenn wir die roten Beeren uns jetzt schnappen. Und das ist gar nicht so schwer, man kommt nur nicht drauf, denn die sind hier hinten. Ich halte hier Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Sie möchte irgendwie gern Käse haben. Wir haben Käse. Oh, wenn wir eine Pfanne hätten, könnten wir aus deinem schönen Käse ein leckeres Fondue machen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Ja, eine Pfanne können wir da für den Löffel vielleicht nehmen? Das muss nicht gelöffelt werden. Hitzebeständige Silberfolie? Wenn man das so faltet und dann... Tada, ein Topf. Das habe ich nämlich... Kochst du was? Was denn? Mal sehen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Ja, ich habe das hier nämlich noch nicht gemacht gehabt. Ich weiß überhaupt nicht, ob das nämlich jetzt funktioniert. Aber ich freue mich, wenn es funktioniert. Dann werden wir unseren Kram mal los. Oh, das sieht lecker aus. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Ach, auf so ein Käsefondue, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Was hat sie gesagt? Wenn das sieht lecker aus. Stimmt. Ich sollte Koch werden. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Ja, wir haben ja unseren Pfeffer dafür. Geht das nicht? Ja. Oh, wie wunderbar das duftet. Ein gut gepfeffertes Käsefondue. Davon kann man sich bestimmt eine Woche lang satt essen. Kann ich dann vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Yippie, wir haben unsere roten Beeren. Hm, wenn die so gut riechen, wie sie schmecken. Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Ach, wir haben sie endlich, die Beeren. Da sind sie, die süßen roten Beeren, eine Handvoll. Und sie freut sich über ihr leckeres Käsefondue. Ach ja, das haben wir gut gemacht. Ein leckeres Käsefondue. Hm, yum, yum, yum. Ach so, hier bei Plato war bei Nacht auch immer noch mal der Waldschrat. Da habe ich auch noch mal ein Buch eingesammelt von ihm. Ich hielt das jetzt aber nicht für so wichtig, den Spielstand dafür noch mal extra neu zu laden. So, ich mache jetzt aber mal Tag und gebe die roten Beeren ab bei Edith, Anja, wie sie alle heißen. Und dann soll die uns mal endlich die Geburtstagstorte backen. Kuchen, Torte, whatever. So, Anja, komm mal ran. Zuckerfläumchen, Zimtsternchen. Haselnussbäumchen. Willkommen zurück. So, guck mal hier. Das ist eine Zutat für die Torte der Hasenfamilie. Jetzt haben wir alles. Honigwabe. Bis morgen backe ich eine pfannkuchentastische Torte.
Dann kannst du sie abholen und der Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Okay, Sahnetropfen, dann werden wir mal warten, ne? Oder wie? Mache ich jetzt Nacht? Gehe ich raus? Reicht es, wenn ich rausgehe und wieder reingehe? Ich glaube nicht. Wenn sie sagt, bis morgen muss ich bestimmt eine Nacht schlafen. Nee. Gut. Dann mache ich mal Nacht. Man kann sich auch übrigens hinten beim Magier auch nochmal aufs Bett legen. Ich weiß nicht, also wenn er dann aufwacht, ist automatisch auch wieder Nacht. Aber ich weiß nicht, ob dann ein Tag vergangen ist. Weil hier wechseln wir ständig hin und her. Und ja, wie viele Tage und Nächte hier überhaupt vergehen, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal nach hinten. Das ist aber falsch. Also hier sieht man nämlich die Kanone und die hatten wir ja auf den Mauswald gerichtet. Und ich denke, das wird einen Zusammenhang haben. Ganz bestimmt. Bestimmt soll die Kanone irgendwie nochmal auf den Kobold abgefeuert werden. Vielleicht sollen wir ja gar nicht auf den Baum kommen, sondern vielleicht schießen wir ihn dann einfach runter. Mal gucken. Nachts. Ach, er macht jetzt keinen Lärm. Na gut. Aber wie komme ich denn jetzt an meinen Kuchen? Können wir ihm das denn erzählen? Hey, 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 hey. Nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Voll die Orgie hier wieder. Gibt keine Torte. Es gibt keine Ja, stimmt, du kleiner Naseweiß. Ich weiß auch nicht, was Anja aufhält. Aber ohne Torte wird diese Feier ein Desaster. Aber das betrifft einzig und allein die Familie. Für die Tanzmaus ist übrigens ja auch nicht so gut gelaufen, ist mir mal aufgefallen. Also der Maulwurf sitzt ja hier auch, aber die Tanzmaus hatte sich ja voll gefreut irgendwie. Und die steht hier nur rum und tanzt gar nicht. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier reinkommen, was da eigentlich los mit der ist. Na dann, ich muss nicht... Na, Gut, ich werde das jetzt mal probieren mit, Randbereich war jetzt auch Quatsch, ne, oder? Ich werde mal hier reingehen. Und hier schlafen und mal gucken, ob dadurch jetzt ein Tag vergeht. So, sonst weiß ich auch nicht. Ich bin schon wieder so müde. Also ich hoffe, dass das jetzt der nächste Tag ist und dass das reicht, dass ich halt den Kuchen jetzt krieg. Na, die sind die Igel, die man immer hier hört, wenn man rauskommt. So. Und jetzt gehen wir nochmal rein zu ihr. Da steht sie ja sogar schon. Sekunde. Lecker aussehende Torte. Ich hoffe, die stand jetzt hier vorher nicht. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Willkommen zurück. Die sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Klar. Vielen Dank, mein Krokantkrüstchen. Krokantkrüstchen. Nee, ist klar. Gut, machen wir. Endlich haben wir die verflixte Torte. Da bin ich ja super froh drüber. Und das, würde ich sagen, machen wir auch wieder bei Nacht, oder? Also dann ist ja hier die Party. Mann, es geht hier hin und her, Tag und Nacht. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Guck mal hier. Hallo, Herr Hase. Ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt hattet. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich meine, wird ja auch Zeit. Scheint so, als ob du nicht völlig unbrauchbar bist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mache für dich eine große Ausnahme. Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow!
Und jetzt stehe nicht weiter rum. Los, los, ab auf die Feier. Meine Güte, der ist aber launisch. Ich hoffe, seine restliche Familie ist nicht so anstrengend. Naja, wäre ich mir nicht so sicher. Bin ich ja mal gespannt. Wow, was für eine Party. Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl, ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Hoch die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag. Du auch. Hier, nimm! Ja, okay. Willkommen auf der Geburtstagsparty. Können wir jetzt mit allen quatschen oder wie? Was sagt denn jetzt der Maulwurf? Ist es nicht eine Freude, den Hasen beim Feiern zuzusehen? Die Übersicht darüber, wer heute Geburtstag hat, habe ich allerdings schon lange verloren. Mhm. Oh, Geschenke gibt es auch. Oder eher einen Briefkasten. Naja, die Beschenkte scheint sich ja zu freuen. Hasen. Ja, wer hat überhaupt Geburtstag? Ich blicke überhaupt nicht durch. Diese Bowle sieht wirklich verlockend aus. Zum Reinwerfen. Sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Mamas Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Jetzt gibt es für die Feiernden endlich auch etwas zu essen. Jetzt kann ich das Fest endlich in Ruhe genießen. Wenn es keine Torte gibt, sind meine jüngeren Geschwister immer unausstehlich. Diese Hasen verstehen es wirklich zu feiern. Jetzt will ich aber unbedingt mal hier mit der tanzenden Maus reden. Warum ist die denn so unglücklich? Ich dachte, du wolltest heute Abend tanzen. Meine armen kleinen Füße. Ich habe mir heute Nachmittag Blasen getanzt. Oh, weh. Dabei habe ich mich so auf das Fest gefreut. Tja, hätt's mal nicht so übertreiben sollen. Glühende Nüsse. Ui, das sind ja die Glühnüsse. Sind sie nicht faszinierend? Der Saft in ihnen zieht massenweise Glühwürmchen an. So eine könnte ich gut gebrauchen. Dann nimm dir doch eine. Aber sei vorsichtig. Wenn die zerplatzen, ist alles voller Leuchtsaft. Perfekt! Ich brauche aber nichts, was glüht. Ich brauche was klebt. Aber okay. Ich muss dir einen Witz erzählen. Ach echt? Gerne. Also, wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Weil... Hab's vergessen. Oh, aber der hier wird dir gefallen. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na? Weil... Ich kann mir einfach keine Pointen merken. Aber einer geht noch. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau zwei reserviert haben. Warum? Weiß nicht. Weil... ich weiß es auch nicht. Schade. Wenn du sie weiter erzählst, weiß vielleicht jemand die Antwort. Jemand mit Humor. Ich habe mir die halben Witze notiert. Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn er hier so der lustige Jonathan ist, dann hat er sich das ja schon so ein bisschen aufgeschrieben. Und er ist ja der Typ, der mit dem Uhu immer drin im Rathaus ist. Und mir fällt gerade auf, dass ich den nie gefragt habe. Vielleicht ist das ja tatsächlich, kann er vielleicht die Witze zu Ende erzählen. Wir können es ja mal ausprobieren, es sei denn, es gibt hier noch was zu tun.
Diese Bowle sieht wirklich... das erinnert... Wiederholt er sich wieder. Oh, geschenkt oder... Nein. Ja, okay. Was mit denen hier oben? Nö. Diese Hasen verstehen... Gut. Dann haben wir das ja hier erledigt, oder wie? Aber vielleicht können wir ja Edith auch nochmal irgendwie helfen. Ach, ich habe eine Trophäe bekommen? Oh, da ist was eingraviert. Peter Maus Trophäenparadies. Erfolgsmomente zu Schleuderpreisen. Okay, wo habe ich die denn jetzt her? Becher mit kaltem Kaffee, lecker. Tja, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Ich kann ja jetzt immer zur Party gehen, wann ich will. Und freue mich, dass wir das geschafft haben und werde jetzt nochmal Tag machen. Und vielleicht können die im Rathaus ja helfen. Sonst habe ich auch keine Ahnung. Oder vielleicht kann der Jonathan ja auch bei Tag seine Witze selber zu Ende erzählen. Vielleicht war da jetzt irgendwie so angeschwipst auf der Party. Ach, was macht er denn hier drinne? Der Grund hier muss arbeiten. Doch er tut es nicht. Manchmal braucht man Hilfe von jemandem mit dem Sinn fürs Wesentliche. Wir können den Wildwuchs stoppen. Alles in geregelte Bahnen lenken. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Uhu. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Ja. Die wirken immer so, als sollen die hier alles aufmischen und verändern und so. Finde ich voll doof. Wie sieht's jetzt aus mit den Witzen? Ist Ihnen schon eingefallen, wie Ihre Witze zu Ende gehen? Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Kannst du die denn zu Ende erzählen, Konrad? Ich wende mich damit lieber an Profis. Nach meiner Bühnenerfahrung bin ich mit ungetesteten Witzen lieber vorsichtig. Aber wer kann denn die Witze zu Ende erzählen? Ist Ihnen schon eingefallen, wie Ihre Witze zu Ende gehen? Bitte, ich habe Kopfschmerzen. Wenn er keine Kopfschmerzen hat, also vielleicht können wir ja irgendwas gegen seine Kopfschmerzen machen. Was hilft denn gegen Kopfschmerzen hier, der Pfeffer? Das braucht... Irgendwas gegen Kopfschmerzen. Hier kriegst du eine Glühbirne. Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtsaftunglück. Dann leuchte ich im Dunkeln. Ah ja, okay. Kopfschmerzen. Beruhigende Baldriantropfen? Baldriantropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht. Und wenn, dann sowieso nur wahrscheinlich im Getränk. Können wir ihm auch nochmal einen Kaffee bringen? Kaffee hilft da nicht. Hier, kriegst eine Trophäe, das freu dich. Das ist meine Trophäe. Ja, ich weiß. Es war ja auch nur Spaß. Tja. Also, die Tanzmaus hat Blasen an den Füßen und unser Uhu hat Kopfweh und ja. Supi. Hier tanzt sie jetzt wieder. Die doofe Maus. Was kann ich denn da wohl machen? Was haben die denn nochmal gesappelt hier, die Statuen? Spaß, ein neuer Lehrling. Er scheint ziemlich gut mit den neuerlernten Zaubersprüchen umgehen zu können. Findet ihr nicht? Und irgendwas sagt mir, dass er uns hören kann. Okay, gut. Was gegen Kopfschmerzen? Ich habe keine Ahnung, jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Ich werde mir mal ein paar Gedanken machen und beende den Part jetzt hier, weil wir sind ja ganz gut weitergekommen eigentlich. Und mal gucken, was ich machen kann. Ich kann das Spinnenweben, glaube ich, nicht damit bekleben. Nein, dann leuchte ich im Dunkeln. Ja, super.
Aber vielleicht kann ich ja mit der Glühnuss irgendwo hinleuchten, wo es dunkel ist bei Nacht. Das werde ich, glaube ich, im nächsten Part mal ausprobieren, dass ich Nacht mache und dann irgendwo hinleuchte. Vielleicht entdecke ich ja dann auch was vorher nicht zu finden war. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr wieder einschaltet und bis zum nächsten Mal.